Ein Artikel in der Deutschen Wochenzeitung. Die Zeit geht der Frage nach, ob die Muttersprache von der Fremdsprache profitiert. Stellt aber in den Raum, dass Eltern sich darüber sorgen, wenn Kinder zu früh Fremdsprachen lernen, dass dies schadet. Was meinen Sie? Und damit darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zum ersten School is Cool im neuen Jahr. Dieser Auseinandersetzung steht sicherlich das Wort Verantwortung vor. Ein Wert, der im Schulzentrum Ipsum Lernfach umfunktioniert wurde. Wir waren mit den Schülerinnen und Schülern beim Außeneinsatz dabei. Erfahrungen vererben sich nicht. Jeder muss sie allein machen. Mit diesem Zitat von Kurt Tucholsky trifft das Schulzentrum Ips genau dann ins Schwarze, wenn es um den Unterrichtsgegenstand Service Learning geht. Also bei uns gibt es einen Gegenstand Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz. Und bis jetzt sind einfach Lehrinhalte immer vermittelt worden. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass Schülerinnen und Schüler eigentlich nicht nur diese Theorie lernen sollten, sondern dass auch wirklich in der Praxis soziale Kompetenz, Persönlichkeitsbildung erfahren sollten. Und da sind wir auf dieses Projekt gekommen und haben gesagt, wir müssen unsere Schülerinnen und Schüler in diesem Gegenstand hinausschicken. Also wir machen das wirklich im Unterricht, also nicht zusätzlich, sondern im Unterricht gehen die Schüler in die Institutionen und erfahren den theoretischen Unterricht in der Praxis. Und das ist, glaube ich, das Rezept, dass es auch so gut funktioniert, weil sie wirklich begleitet sind in der Schule und auch von den Institutionen so gut begleitet sind. Das läuft unter dem Begriff auch dislozierter Unterricht. Das heißt, sie gehen sie lernen in anderen Institutionen auch, nicht nur in der Schule. Partnerinstitution ist unter anderem die Förderschule Ips. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler der Handelsakademie und Handelsschule verantwortungsvolles Engagement. Ja, diese Kooperation gibt es schon 2 Jahre, also heuer das 2. Jahr. Es kommen Schülerinnen und Schüler vom Schulzentrum und begleiten unsere Schüler im Unterricht, in der Klasse, aber auch außerhalb der Klasse. Zum Beispiel, sie lesen mit den Kindern, was sehr, sehr wichtig ist, weil unsere Kinder wirklich persönliche Betreuung dringend nötig haben. Für die Schülerinnen und Schüler heißt das Projekt Verantwortung, bei dem kognitives Lernen mit der Übernahme von Verantwortung im Schulumfeld kombiniert werden. Also am Anfang des Schuljahres hat man normal das Freifach persönliche Bildung und soziale Kompetenz und dann geht man 10 Einheiten hier in die Institution und in der Zwischenzeit macht man Lernjobs. Also man kriegt halt Aufträge und die muss man erfüllen. Wir wirken im Unterricht mit, wir helfen den Betreuerinnen und den Lehrern und integrieren uns auch sehr. Also ich komme hier rein, werde nett empfangen und helfe den Schülern auch gleich Hausübungen zu machen und ja, halt zu lernen. Oder ihnen Freude bereiten bei einer gemeinsamen Wurzelpartie. Gemeinsames Spielen steht auch auf dem Programm, wenn sich die Schülerinnen und Schüler im Pflegeheim Ips um die alten und demenzkranken Menschen kümmern. Sie können selber die Verantwortung tragen für die Beschäftigung mit dem alten Menschen. Sie können das Leben und das Arbeiten in einer Altenpflegeeinrichtung auf sehr unkomplizierte Art und Weise kennenlernen und haben eben auch die Gelegenheit, da Beziehungen zum alten Menschen aufzubauen, Berührungsängste vielleicht auch abzubauen. Wir sind ein sehr offenes Haus. Für uns ist auf alle Fälle auch eine sehr schöne Gelegenheit, die Kontaktpflege mit anderen Menschen zu fördern. Ich bin wirklich dankbar, dass wir bei diesem Projekt der Verantwortung mitarbeiten dürfen. Und ja, sage auch den verantwortlichen Lehrkräften ein großes Dankeschön, dass sie dieses Projekt so toll begleiten. Es ist wirklich eine Bereicherung für unser Haus. Es geht insbesondere um die Sensibilisierung der Lernenden für ein verantwortungsvolles Handeln in gesellschaftlichen wie beruflichen Situationen. Die spiegeln sich nicht nur in beruflichen Bildungsprozessen wider. Es ist auch sicherlich bei der Berufswahl da später eine große Hilfe, dass man weiß, ja, das gefällt mir oder gefällt mir ja nicht so. Ja, das ist super. Das freut uns, weil die muntern uns ein wenig auf. Und wir haben immer rechten Spaß gehabt beim Mensch-Jäger-Dich-Nicht-Spielen. Und Karten gespielt haben wir auch einmal. Ja, da hat es gewonnen und das hat ihr auch recht gefallen. Ich habe mir heute das Pflegeheim ausgesucht, weil ich den Menschen da auch Freude machen wollte. Und ich finde das auch voll schön da, weil es ist, ich gebe ihnen ja nicht nur was, ich kriege sie auch wieder zurück, weil sie freuen sich immer wieder, wenn ich komme. Und das gefällt mir. Und es ist immer schön,
dass man die Freude von einer sieht, dass einer gefällt, dass man mit einer spielen und ja. Am nächsten Freitag hat er gesagt, komme ich wieder. Und dann war es einmal krank, ist nicht gekommen, ist mir direkt angegangen. Damit ist die Zielsetzung neben einer fachlich-methodischen Kompetenzentwicklung auch einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung zu leisten, bestens umgesetzt. Ja, ein Tag der offenen Tür braucht jede Menge Vorbereitung. Da heißt es sozusagen, das, was Schule macht, nach außen zu kehren. Wie sieht der Unterricht aus? Wie fließen Praxis und Projektarbeit in das Schulgeschehen ein? Und was macht den Schultyp überhaupt aus? Fragen, die beim Tag der offenen Tür unter anderem in der HTL in Waidhofen beantwortet wurden. Einmal hinter die Kulissen einer Schule zu blicken, das macht ein Tag der offenen Tür möglich. In der HTL Waidhofen an der Ips ist es ein noch viel spannender. Wird dieser Schulstandort gleichzeitig auch als innovativster in Niederösterreich betrachtet? Das Besondere an unserer Schule ist sicherlich, dass wir für eine HTL eine sehr kleine, familiäre Schule sind. Wir haben ca. 800 Schülerinnen und Schüler. Und durch diese kleine Größe ist es, glaube ich, möglich, dass die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern ganz besonders gut funktioniert. Und das ermöglicht es uns auch, sehr viele innovative, tolle Projekte zu kreieren. Diese Projekte werden im Rahmen eines Wettbewerbes eingereicht und über das Bundesministerium wird dann der Titel Innovativste Schule vergeben. Und da waren wir jetzt in den letzten Jahren immer sehr erfolgreich und haben in den letzten 5 Jahren 4-mal den Titel Innovativste Schule Niederösterreichs verliehen bekommen. Ja, ich finde, die Schule ist eigentlich eine extrem gute Sache, weil man hat wirklich Vielfalt von Maschinenbau, Elektrotechnik und eben das Wirtschaftliche, wo man auch wieder 2 Abzweigungen hat, wo man alles ein bisschen lernt. Und es ist einfach voll super, weil du kannst wirklich entscheiden und was weißt, was dich interessiert, dann schaust, welcher Zweig das für dich passt, weil wir von allem was haben. Die Schülerinnen und Schüler schöpfen aus den Bereichen Mechatronik, Elektronik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und dem Ausbildungszentrum Fußball. Durch die Innovationskraft der Schüler mit der theoretischen und praktischen Wissensvermittlung gekoppelt, kommen zukunftsträchtige Ideen auf den Tisch. Also wir haben da eine myotechnische Prothese, die was mit Muskelsignalen, die was man durch die Spannungen erzeugt, werden durch die Elektronen aufgenommen, am Mikrocontroller weitergeleitet, die Daten werden dann verarbeitet und dann in eine mechanische Funktion umgeleitet. Durch zum Beispiel ein schwaches Signal kann man die Hand öffnen, schließen, durch ein stärkeres Signal kann man die Hände drehen. Also wir machen ein Projekt für einen Messgerätelift, der steht am Trafelberg in Niederösterreich. Dazu müssen wir eine Website erstellen, wo man meteorologische Daten, die zum Beispiel hier vor einer Wetterstation aufgenommen wird, wie Temperatur und Feuchtigkeit, die nimmt die auf und wir stellen die dann in Diagrammen dar. So kann man sich das vorstellen. Gearbeitet wird in Labors und Werkstätten, um dem Anspruch als technisches Kompetenzzentrum mit Praxisbezug zu agieren, gerecht zu werden. Wir sind jetzt bei den Wirtschaftsingenieuren eindeutig beim besten Zweig der HTL, weil wir verbinden einfach Betriebstechnik und also das Wirtschaftliche und die normale Technik und das können einfach die Unternehmen bei uns in der Region brauchen. Wer sich für die Schule entscheidet sich gleichzeitig auch für eine technische Berufsausbildung mit umfassender Allgemein- und Persönlichkeitsbildung. Also ich bin jetzt in die Wirtschaftsabteilung gegangen. Einfach weil mich das interessiert und da ich da ein großes Umfeld habe, nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich in Betrieben. Also deswegen habe ich mich für die Sparte entschieden. Was hier vorgestellt wird, beeindruckt. Zahlreiche Diplom- und Abschlussarbeiten sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was die Schülerinnen und Schüler in ihren Ausbildungsschwerpunkten konzipieren und entwickeln. Um das Potenzial weiter zu entfalten, wurde ein neuer und in Niederösterreich einzigartiger Ausbildungsschwerpunkt hinzugefügt. Also ab 2016, also 2017, je nachdem wie man sieht, wird es dann ab der 4. und 5. einen neuen Zweig geben. Kann man sich entscheiden, ob der 4. ob man Kunststofftechnik oder Automatisierungstechnik machen will. Und da geht es dann um 4 Sachen, also den Werkstoff, dann Werkstoffprüfung und Produktdesign und Werkzeugdesign. Vor allem Produktdesign und Werkzeugdesign ist eben ab der 4. und 5. ganz wichtig. Da geht es eben darum, dass man so Sachen wie da das Werkzeug designt und das muss eben so designt werden,
dass man das Produkt dann ideal fertigen kann. Es ist dieses technische und gleichzeitig soziale Wissen, diese Fähigkeit und Fertigkeit, die die Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer schulischen Ausbildung zu kompetenten Facharbeitern formt. So geht es gut gerüstet in attraktive Jobs. Also wir sind da im Bereich Elektrotechnik und wir dann vom ersten bis zum fünften Jahrgang programmieren und Schaltungen hauptsächlich aufbauen und sehr viel theoretische Sachen. Egal ob als fünfjährige höhere Anstalt oder als vierjährige Fachschule, jedes Modell hier in der HTL Waidhofen an der Ips spricht an und fordert die Sinne. Nicht umsonst wird sie als die Technikerschmiede des Ipstals bezeichnet. Auch in der HAK HAS am Stetten hat man die Pforten für einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Hier gilt der Slogan Be part of the team. Verstehe die Welt, lebe deine Interessen, entdecke die Wirtschaft und gestalte die Zukunft. Mit diesen Schlagworten setzt die HAK HAS am Stetten neue Maßstäbe, wenn es um die Ausbildung geht. Davon konnte man sich am Tag der offenen Tür überzeugen. Die Handelsakademie und Handelsschule am Stetten bietet eine fundierte wirtschaftliche, eine fundierte kaufmännische Ausbildung. Dafür sind wir bekannt und da sind wir auch die Nummer eins. Ich bin da sehr stolz darauf. Außerdem ist bei uns eine Besonderheit, wir sind eine der ganz, ganz wenigen Schulen, an denen Russisch unterrichtet wird. Die Schüler entscheiden sich in der ersten Klasse zwischen den Fremdsprachen Spanisch und Russisch. Kommunikation als Unterrichtsfach findet also in vielen Sprachen statt. Sie zu festigen, dafür können Auslandssemester und Praktika absolviert werden. Ich glaube, Russisch ist ein Angebot, das sehr gut angenommen wird. Russisch ist eine Ostsprache und ich glaube, dass auch viele junge Leute und auch deren Eltern erkennen, dass im Osten Handelspartner sind, dass Russland ein großer Handelspartner ist, dass viele Firmen in unserer Region mit Russland Geschäft machen. Und dass man daher es sinnvoll ist, Russisch zu lernen. HAK plus Sport liefert den Schülerinnen und Schülern zusätzlich zum regulären Unterricht Sporteinheiten, die von professionellen Trainern der jeweiligen Sportarten geführt werden. Bereits in der ersten Klasse können sich die Schüler für einen sportlichen Zweig entscheiden. Da gibt es eben HAK Fußball, HAK Tennis, HAK Leichtathletik und Hürden im Dance. Also ist ein großes sportliches Angebot vorhanden. Und ein weiteres Angebot der Schule ist es, ab der ersten Klasse bis zur fünften eigentlich, können sich auch die nicht so sportlichen Schüler auch für das Schulorchester anmelden. Dieser Schultyp ist Aushängeschild für praxisnahe Ausbildung, leichte Erreichbarkeit, wenige Wochenstunden und Betreuung durch Peers. Wir helfen einfach den ersten Klassen, wir machen mit einer Kennenlernspiele. Wir verbringen eigentlich so gut wie die ganze erste Schulwoche mit ihnen. Wir helfen einfach, dass die ganze Klasse zusammenhilft, Klassengemeinschaft eben. Wir helfen ihnen beim Lernen, wenn es Probleme gibt mit Lehrer oder was, natürlich helfen wir auch. Also wenn sie irgendwelche Probleme haben, Sorgen, können sie einfach zu uns kommen, weil es einfach einfacher ist, mit Schülern reden als wie mit Lehrern. Die Klasse, die ist wirklich gut zusammengewachsen. Es war anfangs wirklich sehr schwierig. Wir kriegen ja wirklich immer gutes Feedback auch von den Eltern, dass es voll super ist, was wir machen, dass wir das einfach freiwillig machen. Und ja, wir haben auch wirklich viel einen großen Spaß dabei. Für die kaufmännische Ausbildung wurden sogar authentische Arbeitsplätze installiert, um so nah als möglich am Berufsleben zu sein. Man lernt wirklich einiges, man lernt von Bewerbungsschreiben bis über Anfragen, bis über Mahnungen und das zahlt sich schon aus. Als Ausbildungsschwerpunkte stehen in der HAK Marketing und Eventmanagement sowie E-Business und Multimedia auf dem Lehrplan. Die HASH setzt die Praxis in den Mittelpunkt. Handelsschule mit Praxis bedeutet, wir haben jetzt mit dem neuen Lehrplan einen Bericht verpflichtendes Berufspraktikum, auch in der Handelsschule, das heißt im Ausmaß von 150 Stunden. Das bedeutet, die Schüler müssen 150 Stunden Praxis nachweisen und wir haben das so integriert in unserer Schule, dass wir
einfach die Schüler in der zweiten und dritten Klasse am Mittwoch, also an verschiedenen, also an einigen Mittwochen hintereinander, in die Praxis schicken. Das bedeutet, sie haben statt Schule Mittwoch dann die Praxis in einem Unternehmen, das sie frei wählen können. Während die Hack nach 5 Jahren mit der Reife- und Diplomprüfung abschließt, punktet die 3-jährige Hasch mit einer Abschlussprüfung. Der direkte Einstieg ins Berufsleben ist nur eine Möglichkeit, sich nach dem Abschluss zu orientieren. Ein eigenes Unternehmen zu gründen oder FH und Universität anzupeilen, ist die andere. Für die Hasch gibt es zahlreiche Aufbaulehrgänge sowie Studienberechtigungs- und Berufsreifeprüfung, um sich beruflich zu festigen. Aber eines charakterisiert beide Typen. Schule ist Vielfalt. Wenn schon übers ganze Jahr gelernt werden soll, dann darf auch ein bisschen Feierlaune einkehren. Wie jedes Jahr lassen es die Schülerinnen und Schüler, Absolventen und Freunde beim Ball des Schulzentrum Ips zu. Und wie jedes Jahr ist es ein Highlight im Ballkalender. Ready for Takeoff hat das diesjährige Ballkomitee des Schulzentrums Ips zur Devise gemacht und eine perfekte Ballnacht inszeniert. Jedes Jahr füllt der Ball des Schulzentrums Ips die Stadthalle und führt zusammen, was zusammengehört. Wirtschaft und technische Kompetenz kommt da zusammen. Und wenn die zwei Sachen zusammenkommen, dann kommt einfach was Perfektes heraus. Aber wir sind natürlich mit dem Schulball immer sehr, sehr stolz. Vor allem, weil wir sehr stolz auf die Schule selber sind. Die ganzen Auszeichnungen und so. Aber der Ereignis ist super, genial. Es ist immer eine Freude, muss ich sagen, mit unseren Schülerinnen und Schülern. Ich bin stolz. Verantwortlich für das Ballgeschehen zeichnen jedes Jahr die 4. Jahrgänge der HTL und HAC sowie die 3. Klassen der HAS. Um das Tanzparkett anzufüllen, hat der Vasco die notwendigen Takte für den passenden Tanzschritt geliefert. Für die Solo-Tanzschritte stehen Get Back und Psychedelic Circle auf der Bühne. Ich finde es großartig, was die Schülerinnen und Schüler da auf die Welt bringen. So unglaublich, mit welchem Engagement, mit welchem Fleiß, mit welcher Kreativität dieser Ball jedes Jahr gestaltet wird. Sind wir wunderschöne Ballnachbar. Der Ball ist sensationell, genauso wie jedes Jahr. Ich habe letztes Jahr da maturiert. Ja. Und ich kann da positiv davon sprechen. Genauso wie mein Kollege der Florian. Bei mir maturiert und bin vorher gekommen und ich muss sagen, die Stimmung ist sensationell. Ja, ich finde es super. Coole Musik, was will man mehr? Voll gute Stimmung. Alles gut. Also eigentlich sehr nett. Wir haben jetzt gerade was gegessen im Keller. Aber vor allem die Bolognese war sensationell. Natürlich, super Ball wie jedes Jahr. Als ehemaliger Absolvent muss ich natürlich dabei sein. Ganz ehrlich, es ist eigentlich extrem leid, muss ich sagen. Also so Festeln, so Bälle und so, tragen wir schon ganz schön, muss ich sagen. Weil der Ballsaal ansonsten aus allen Nähten platzen würde und man unterschiedliche Floors anbieten möchte, wird das Ballgelände um ein Disco-Zelt erweitert. Hier heizen nicht Heizkanonen, sondern Beats von Alex Morgan ein. Doch unter den Gästen gibt es schon den ein oder anderen Favoriten unter den Ball-Locations. Ja, das Seilbar natürlich, ne? Definitiv das Seilbar, da werden noch einmal starten und die ganze Bar verwüsten. Ja, ja, sicher. Wo ist sie überhaupt? Dann trinken wir ein paar Seil und dann ist alles gut, ne? Cocktailbar, die ist super. Essen. Ja, die Cocktailbar ist ganz gut, da war im Zelt. Ganz leibend, gefällt mir. Ja, das ist schwer zu sagen, es sind voll viele coole Sachen da. Was ist am coolsten? Die Weinbar ist am coolsten, finde die Anja. Nach diesem Ereignis sind die Absolventen ready to take off. Aber dafür bleibt noch ein bisschen Zeit, denn dazwischen steht noch Pauken und jede Menge Prüfungen an. Was bleibt, sind auf jeden Fall schöne Erinnerungen an eine ausgelassene und vor allem rauschende Ballnacht. Bereits im Kindergarten und in den Grundschulen steht das Erlernen einer Fremdsprache im Lehrplan. Zugleich gibt es Klagen über zunehmende Defizite, wenn es ums Lesen und Rechtschreiben geht. Da stellt sich die Frage, wie wichtig nun eine Fremdsprache ist und ob man nicht mehr Wert auf die Entwicklung der deutschen Sprache legen sollte. In einer Umfrage haben wir das klären wollen. Sprache ist Macht. Das kriegt man immer wieder mit, egal wo, egal ob Flüchtlingskrise oder man fährt in den Urlaub, wenn man mit Leuten reden kann, das bringt dann einfach so viel. Ich habe dann noch 2 Jahre habe ich auch Französisch gelernt. Leider kann ich das nicht mehr so ganz gut.
Aber ich war zum Beispiel heuer in China unterwegs und da habe ich wirklich eine extreme Sprachbarriere gehabt. Ich bin dort gewesen und wenn du dann wirklich nur mehr mit Händen und Füßen kommunizieren kannst, da wünschst du einfach richtig, dass du mit den Personen reden kannst und das ist einfach so schade und deswegen liebe ich es, Fremdsprachen zu lernen. Ja, ich denke mal, allein für uns, weil wir im technischen Bereich vielleicht Einkäufer oder Verkäufer werden, ist es schon wichtig, dass wir die grundlegenden Sachen haben, falls wir eventuell in den französischen Raum zum Beispiel verkaufen müssen oder so. Ja, keiner soll es, man muss nicht perfekt können, aber Spanisch ist halt schon wichtig, weil die Hälfte der Leute auf der Welt von Spanisch sprechen. Es ist nie schlecht, wenn man eine zweite Sprache auch beherrscht, aber ich darf es schon im Vordergrund stellen, dass man die Muttersprache, also die Deutsche in dem Fall, fließend kann. Ja, fürs Gehirn ist es sicher besser, wenn es zweisprachig aufwachsen. Ich glaube, die Frage, ob man zuerst die Muttersprache lernen soll oder zweisprachig aufwachsen soll, also ob das besser ist, stellt sich für die meisten Leute nicht, weil das stellt sich dann vor allem, wenn man halt einen Elternteile hat mit unterschiedlichen Muttersprachen. Ich glaube, das ist sicherlich eine große Chance für Kinder. Je mehr Sprachen man heutzutage kann, desto besser. Und vor allem der Vorteil ist, wenn man es von klein auf lernt, dass man eben auch eine gute Aussprache hat und keinen Akzent hat. Aber es wird vereinzelt sicher auch Kinder geben, die überfordert sind, zweisprachig aufzuwachsen. Aber es ist eine zusätzliche Chance für jedes Kind. Aber eben nur, wenn es eine authentische Situation ist. Ich finde es wichtig, dass man die Muttersprache hat, dass man da einen Bezug hat, dass man eine Sprache wirklich gut kann. Es ist auch wichtig generell, dass man mit den Eltern auch kommuniziert, das ist irgendwie logisch, darum ist auch die Muttersprache. Aber es gibt zum Beispiel auch Kinder, die was zum Beispiel allein schon zweisprachig aufwachsen und das fasziniert mich einfach, wenn du das von klein auf mitkriegst und das dann wirklich auch gut sprechen kannst. Ja, ich finde, die sollten halt schon normal ihre Muttersprache halt lernen und auch, dass sie sprechen können, aber ich finde dann, dass es auch wichtig ist, dass Deutsch hundertprozentig kennen, wenn sie sich bei uns integrieren wollen, denke ich. Ich habe Englisch gelernt, weil ich das schon seit meiner Jugend eigentlich in der Schule lerne oder seit meiner Kindheit eigentlich. Fremdsprachen, ja. Englisch natürlich. Ja, also Englisch hauptsächlich und sonst keine Sprache. Ja, ich lerne Spanisch. Ich finde, Spanisch ist ein wenig leichter wie Russisch. Ich gehe nach der Matura gehe ich für ein Jahr nach Indien und dort sprechen sie Tamil und das darf ich schon gerne lernen. Je m'appelle Matthias. Ich heiße Matthias. Je m'appelle Sebastian. J'habite à Neufurt. Und den Rest müsst ihr im Buch nachschauen. Спасибо, пожалуйста. Und очень приятно heißt sehr erfreut. Und ich sage Спасибо, за возможность говорить с вами. Ich habe mich jetzt bedankt für die Möglichkeit, dass ich mit Ihnen habe sprechen können. Merci. Oder? Okay. Ja, sicher. Geht es um die Korrektheit der deutschen Sprache, dann nimmt es Alfred Polgar, der österreichische Schriftsteller und Kritiker, ganz leicht, indem er sagt, ich beherrsche die deutsche Sprache, aber sie gehorcht nicht immer. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden und sage danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich Ihnen ein unterhaltsames Geplaudere, egal in welcher Sprache. Auf Wiedersehen.